Und damit sind wir schwungvoll bereits bei der letzten und fünften These angelangt. Melancholie bedingt Erhabenheit. Die fünfte These formuliert den inneren Zusammenhang von Melancholie und Erhabenheit und lautet eben daher ganz kurz: Melancholie bedingt das Erhaben. Vielleicht ist die Erhabenheit ein altertümliches Wort und ganz selten sprechen wir von Erhabenen, von Erhabenheit. Vielleicht liegt auch ganz einfach die Sorge darin, erhabene Momente zu beschreiben, da wir insgesamt ein wenig ängstlich sind, zu viel Pathos in unsere Rede zu legen. Aber wir benötigen das Erhabene schlichtweg als Abgrenzung gegenüber dem Alltäglichen. Alles, was uns heraushebt aus dem alltäglichen Trubel und den alltäglichen Nöten, hat den Glanz des Erhabenen. Doch wir wissen auch alle um die Fragilität dieses Zusammenhangs. Wie oft hat jeder von uns auch schon gebannt, dass ein Moment aus dem Alltag auch herausragen soll, damit er erhaben ist, wenn wir beispielsweise auf einen der schönsten Tage unseres Lebens hinarbeiten. Denken wir an Hochzeit, Weihen, Feste, Versöhnung. Denn wir wissen, dass dieser Wunsch auch nicht in Erfüllung gehen kann. Und ganz selten können wir bereits im Moment des Erlebens erfahren, dass es ein außergewöhnlicher Moment ist. Und genau da setzt Melancholie ein. Da wir im Erkennen des Außergewöhnlichen schon wieder seinen Verlust zu betrauern haben. Erst in dieser bittersüßen Erkenntnis der melancholischen Rückschau wird das Außergewöhnliche eben zum Außergewöhnlichen, das Erhabene zum Erhabenen. Bisher wissen vor allem Künstler um diesen Zusammenhang. Es ist in der Kunstgeschichte die vermeintlich verwegene These aufgestellt worden, dass alle Künstler ihre Schattenseiten haben und Kunst ohne Melancholie schlichtweg nicht denkbar wäre. Und in vielen, vielen Biografien von Künstlern erfahren wir von dieser Form der schöpferischen Melancholie. Die Melancholie hat man auch als Mönchskrankheit bezeichnet. Damit war sicher das in sich versunkene, nachdenkliche, vielleicht auch das Grüblerische gemeint und zweifelsohne auch die Abgeschiedenheit von der Welt mit all ihren Freunden, Freuden, Ablenkungen, ja auch ihrer Lautstärke, ihrem Trubel. Immer wieder hat man darauf verwiesen, was eine melancholische Grundgestimmtheit bedeutet und welche spirituelle Tiefe sie eben erst ermöglicht. Der ruhige Blick auf sich selbst in einer gewissen Passivität, die aber von Demut und Aufmerksamkeit gezeichnet ist, eröffnet auch den Blick für die Traurigkeiten des eigenen Lebens. Genau dieser Blick wird natürlich gerne übertüncht oder übertönt im selbst herbeigerufenen Lärm der Welt. Albertus Magnus hat in seinen Betrachtungen geschrieben: Traurig blickt der, der ich geworden bin, auf jenen zurück, der ich hätte werden können. Aber genau in dieser Tradition steckt auch der Aufruf zur Veränderung. Man kann das Ganze auch positiv wenden. Albert Camus hat es so formuliert, dass es eine erfüllende Traurigkeit sei, kein Heiliger zu sein. Und am schönsten ist es in Worte gefasst worden von Julian Green. Traurig ist es, zu sein, was man ist. Ist man traurig genug, wird man sich, so denke ich, ändern. Ein, meine Damen und Herren, wie ich finde, sehr schönes Schlusswort, zumindest von der Sprache her und daher von mir zum heutigen Abend. Traurig ist es, zu sein, was man ist. Ist man traurig genug, wird man sich, so denke ich, ändern.